Hi, Toni wird Ihnen heute zwei Jobs mit verschiedenen Einblendtechniken für Chromas Pro Basislack zeigen. Einer davon ist ein dunkler Farbton, wo es, wie im TDS empfohlen, nicht notwendig ist, einen Blender einzusetzen. Der andere ist ein kritischer Effektfarbton, wo er die Einlacke-Technik mit Blender nutzt. Let's get to work! Hier haben wir einen dunklen Farbton und es ist nicht notwendig, einen Blender einzusetzen. An dem Jaguar möchte ich Ihnen den Einblendprozess unter Einsatz des Blenders zeigen. Die Pistole, die ich verwende, ist eine 1.2er. Lassen Sie uns den Job genauer ansehen, bevor wir starten. Wie gesagt, handelt es sich hier um einen dunklen Farbton. Ich muss keinen Blender verwenden, aber ich muss den Prozess genau planen. Ich werde mit meinem Einlackierbereich beginnen und mich dann weiter nach innen arbeiten, bis die Reparatur fertig ist. Der Basislack ist lackiert. Wie Sie sehen können, ein einfacher Prozess. Es ist nicht schwierig. Ich werde ihn nun ablüften lassen und dann schauen wir es uns nochmal an, bevor der Klarlack lackiert wird. Das ist der Basislack nach der Ablüftphase und Sie erinnern sich, dass ich so wenig Overspray wie möglich während der Lackierung produzieren wollte. Lassen Sie uns das Staubbindetuch nehmen und sehen, ob mir das gelungen ist. Wischen über die Einblendzone fühlt sich ganz glatt an. Kein Problem. Und wie Sie sehen können, absolut nichts am Staubbindetuch. Lassen Sie uns nun den Klarlack lackieren und danach stellen wir das Fahrzeug nach draußen, um die Reparatur zu beurteilen. Die Trocknung ist jetzt fertig. Lassen Sie uns einen kurzen Blick darauf werfen, bevor zusammengebaut wird und wir das Endresultat beurteilen können. Nichts zu sehen. Sieht super aus. Jetzt wird montiert. So, der Mini ist fertig. Jetzt ist es Zeit, den Jaguar zu lackieren. Wie vorher schon erwähnt, werde ich den Blender und den Basislack in zwei Bechern verwenden. Die Idee ist, den Blender in die Bereiche zu lackieren, in die ich einblenden möchte. Vielleicht ein bisschen weiter runter. Becher wechseln und dann den Basislack lackieren bis zum weitesten Punkt und dann fertig lackieren in der Mitte mit 1,5 Spritzgängen. Das ist der Basislack nach der Applikation. Wie Sie gesehen haben, ist es ein sehr einfacher Prozess, der nur einmal durchgeführt werden muss. Keine unnötigen Ablüftzeiten, sehr produktiv, einfach und reproduzierbar. Ich werde ihn nun trocknen lassen, während ich den Klarlack einstelle und dann geht es weiter. Da bin ich wieder, nach einer kurzen Ablüftzeit. Wie Sie während der Lackierung gesehen haben, ist es ein sehr einfacher Prozess. Der Blender ermöglicht einen schönen Übergang des Basislacks in die Originallackierung. Wenn wir ein Staubbindetuch verwenden, sehen wir, dass die Oberfläche sehr glatt ist, kein Overspray und fertig für den Klarlack, den ich jetzt lackieren werde und dann sehen wir uns den fertigen Job an. Nun können wir die Abdeckung entfernen, ein bisschen an den Rändern polieren und dann stellen wir das Fahrzeug nach draußen ins Tageslicht. So, hier haben wir beide Jobs. Bei dem dunklen Farbton der Prozess, bei dem man keinen Blender benötigt. Auf dem Jaguar mit dem schwierigen Farbton haben wir den Blender eingesetzt. Das hat geholfen, das richtige Ergebnis zu bekommen. Sehr einfach, beide Jobs. Sehr gute Ergebnisse. Vielen Dank für Ihre Zeit. Bis bald. In den meisten Fällen wird die Verwendung des Blenders helfen.
Nur bei dunklen Farbtönen, wie im Video gezeigt, ist der Blender nicht notwendig. Wie im Video gezeigt, habe ich von außen nach innen gearbeitet, um den Overspray zu vermeiden. Lackieren Sie erst den Bereich der Einlackierung, um danach mit 1,5 Spritzgängen die Reparatur fertigzustellen. Wischen Sie die Oberfläche vor Auftrag des Klarlacks mit einem Staubbindetuch ab. Wenn dabei nur ganz wenig Overspray zu sehen ist, haben Sie alles richtig gemacht. Weniger Overspray bedeutet einen besseren Klarlackstand. Wenn Sie schwierigere Farbtöne reparieren müssen, profitieren Sie schon bei kleinsten Stellen vom Einsatz des Blenders. Der einfachste Weg ist es, mit zwei Bechern oder alternativ mit zwei Lackierpistolen zu arbeiten. Lackieren Sie den Blender auf den Bereich um die Reparaturstelle herum und lassen Sie ihn nicht ablüften, bevor Sie den Basislack lackieren. Fangen Sie mit einem dünnen Effektspritzgang bis zum äußersten Rand der Reparaturstelle an. Bleiben Sie dabei innerhalb des Bereiches des Blenders. Tragen Sie danach den Basislack normal auf die Reparaturstelle auf. Nicht weiter als den vorherigen lackierten Bereich. Wischen Sie die Oberfläche vor dem Auftrag des Klarlacks mit einem Staubbindetuch ab und entfernen Sie so leichten Staub. Der Einsatz des Blenders ermöglicht einen homogenen Film auf der Reparaturstelle ohne Overspray. Dies führt zu einer optimalen Klarlackoberfläche.